Dr. Angela Halfer. Guten Abend. Grüß dich, Angela. Hallo, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Angela, was fasziniert dich an Physik? Eine ganze Menge. Ja, Physik ist einfach für mich so faszinierend, weil es einfach die Natur ist. Es ist die Umwelt. Es ist nicht irgendwas Erfundenes, sondern es ist die pure Realität. Und man kann tatsächlich auch schöne physikalische Experimente machen. Ich sehe da hinten, du hast da mal was vorbereitet. Ich habe da mal was Kleines vorbereitet. Ja, jawohl. Ich habe ein bisschen Maisstärke mitgebracht. Eigentlich einen ganzen Trog voll Maisstärke mit Wasser gemischt, angemischt. Kennen wir normalerweise aus der Küche. Es ist nämlich nichts anderes als Soßenbinder. Ja, damit bindet man Soßen, macht die schön dickflüssig und fest. Eins sei mal verraten, also Soßen werden wir heute Abend keine binden damit. Aber ich möchte gerne von euch wissen, was kann ich denn mit diesem Gemisch anfangen? Ja, dann mal ran an den Trog. Das schöne Kleid. Das ist das Beste dran. Eins, zwei, drei und... Ha! Trampolin! Danke. Angela, das ist voll cool. Warum kann man das als Trampolin benutzen? Was ist das Geheimnis? Ja, also wir haben hier eine sogenannte nicht-newtonsche Flüssigkeit. Das ist einfach ein Gemisch, das seine Viskosität, seine Zähigkeit quasi verändert, je nachdem, wie schnell ich darauf einwirke. Kann man sich am besten vorstellen, wenn ich es mache. Wenn ich also schnell auf dieses Gemisch einwirke, dann ist das Ganze sehr zäh. Die Atome und Moleküle haben keine Zeit, quasi meinem Druck zu folgen und nachzugeben. Es ist wie ein Festkörper. Wenn ich allerdings langsam darauf einwirke, dann haben die Atome und Moleküle sehr gut Zeit, dem zu folgen, meinem Druck. Und es ist wie eine Flüssigkeit, ja, und ich sinke ein. Es gibt nur ein ganz kleines Problem dabei. Man kommt nicht mehr raus. Richtig, ich komme nicht mehr raus, weil wenn ich jetzt schnell hier raus will, dann ist es natürlich wieder wie ein Festkörper und ein Betonklotz. Und deswegen muss ich mich an dieser Stelle verabschieden. Ich hoffe, du kommst gleich raus. Wir sehen dich gleich nochmal wieder. Dr. Angela Halfer, bis später. Befrei dich irgendwie. Viel Glück.